Wer hat's erfunden? Ausnahmsweise nicht die Schweizer. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Der Retro Club ist wieder angesagt hier auf Rocket Beans TV. Ich darf sein, euer Gregor, da ist es, oh, die Hand ist einfacher zu nehmen, da unten ist es vermerkt, das bin ich, c'est moi, um das mal auf gut Italienisch zu sagen, zwinker, zwinker. Ich darf wieder dabei sein und euch schöne Retro-Gaming-Unterhaltung einmal pro Woche in ungefähr einer Stunde lang bieten. Heute ein recht spannendes Thema, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, um euch zu erklären, was im Cold Open überhaupt passiert ist. Aber komm, wenn schon draußen ist, lasst es uns kurz nochmal erwähnen. Da taucht es gleich so auf. Und hier holen wir die fertige Version raus. Es ist mittlerweile draußen. Seit dem 21. Oktober ist das Retro-Club-Buch, das ABC der Videospiele, ein Querschnitt durch 50 Jahre Videogame-Geschichte mit vielen Texten, mit vielen Bildern, mit Konsolen, mit Spielen, mit Serien, mit Entwicklern. Über ein Jahr lang habe ich dran gesessen. Jetzt ist es endlich draußen. Und ich bin sehr froh darüber, dass es bei euch bisher so gut angekommen ist. Gebt da gerne Feedback rüber, überall im Buchhandel erhältlich. Und ich hoffe, dass es ein schönes Begleitstück dafür ist, was ich hier im Retro-Club sehen kann. Ein paar der Themen, da werde ich auch noch mal, wenn wir darauf eingehen, noch mal darüber sprechen, sind auch im Buch noch mal thematisiert worden, die auch sich schön als Synergieeffekt jetzt hier in die Folge dann mit reinmischen können. Und zwar geht's heute im Speziellen um die Ursprünge von berühmten Serien, um die geheimen Wurzeln von bekannten Klassikern. Da gibt's ja einige Spiele, wo man sagt, hey, dieses Game, das kenne ich in- und auswendig, damit habe ich meine Jugend verbracht, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber manchmal haben solche großen Klassiker eine Entstehungsgeschichte, die vielleicht nicht allen Leuten bewusst ist, dass die Entwickler, die an diesem Spiel dran gesessen haben, ihre Konzepte schon in einem früheren Game ausprobiert haben, was bei weitem nicht so bekannt ist. Oder dass irgendwelche Verbindungen zwischen zwei Titeln nicht deutlich sind, wo man sieht und danach schaut, ach klar, wenn ich mir Spiel 1 angucke, dann verstehe ich ganz total, wo jetzt diese Parts in Spiel 2 hergekommen sind. Und das wollen wir heute einmal ermitteln. Um euch mal ein Beispiel zu zeigen, wir gehen auf die erste Matz einmal drauf. Einer der bekanntesten Horizontalshooter, Gradius, respektive Nemesis, aus der Spielhalle von Konami, Mitte der 80er rausgekommen, gilt als eines der wegweisendsten Shoot'em-Ups aller Zeiten. Und er hat nicht nur viele Sequels dann nachgezogen, sondern auch viele andere Entwickler inspiriert, insbesondere wenn man sich unten mal die Special-Leiste da anguckt, aber auch das grundsätzliche Gameplay mit dem Ballern, mit den Raketen, die man unten dann wegschießen kann. Und ich natürlich, ich habe alle Versionen seit damals von Gradius gespielt. Mir war aber nicht bewusst, dass eigentlich ein anderes Spiel, was ich auch im Rahmen des Buches zum Beispiel behandelt habe, wo es um die Geschichte der Shoot'em-Ups dann ging, um der Schmups und der Schmaps, wie man das sozusagen dann auch gerne abkürzt, da steckt ein anderer Titel dahinter. Denn Gradius war ursprünglich als ein Sequel geplant. Es sollte ein Teil 2 werden, und zwar Teil 2 von Scramble. Scramble ist einer der frühesten Horizontalshooter, wir gehen mal aufs Ingame, dann einmal drauf, einer der frühesten Horizontalshooter von Konami gewesen, 81 bereits rausgekommen, also 5 Jahre vor Gradius. Und Scramble war Gradius war als Scramble 2 ursprünglich in der Entwicklung dann angedacht. Das Spiel hat angefangen als eine Fortsetzung zu Scramble, wurde dann aber viel mehr draus. Wir sehen jetzt hier die selbstablaufende Demo, ich werde gleich auch noch mal ein bisschen selber spielen, oder spiel schon selber? Nee, noch nicht. Wobei selbstablaufende Demos relativ, das Ding bewegt sich dann gar nicht hier. Das Besondere bei Scramble war, und ich werde jetzt mal gucken, ich hoffe, dass ich vernünftig spielen kann und dann erklären, weil es durchaus ein bisschen kniffliger hier ist. Ein Sidescroller, sehr ähnlich wie Gradius. Man hat tatsächlich ähnliche Angriffsoptionen. Ich kann sowohl Raketen nach unten schmeißen, als auch hier zur Seite ballern. Und ich muss hier einerseits nicht nur die Ziele auf dem Boden erwischen, was ich hier durch Raketen mache, sondern zwischendurch, ihr seht auch diese Fuel-Kanister. Also ich habe unten auch eine Tankanzeige. Diese Tankanzeige geht konkret runter. Das ist ein Feature, das es dann nicht mehr bei Gradius gegeben hat, aber ist eins der entscheidenden Elemente hier. Ich kann auftanken, indem ich diese Kanister abschieße oder diese Station. Ja, wurde natürlich hier gleich erwischt. Alles klar. Indem ich diese Kanister da unten abschieße, kann ich meinen Tank wieder auffüllen. Was aber auch nochmal wichtig ist, ihr seht auch die Leiste oben. Das war eines der Spiele, die am frühesten dedizierte Level hatten. Das heißt, ich konnte unterschiedliche Abschnitte nacheinander erreichen, wo sich auch dann das Gameplay als auch Umgebung dann verändert hat. Zum Beispiel jetzt hier gerade habe ich nicht besonders viel zu fürchten vor
Gegnern, obwohl ich jetzt auch hier schön zur Seite ballere, aber hier sind bisher noch keine Gegner im ersten Level, die mich von der Seite hier anhauen. Problematisch wird es, ich kann nicht bis ganz nach vorne mit meinem Schiff. Das heißt, ich habe nur eine langsamere Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs sein kann. Also muss ich erstmal gucken, wie ich diesen Raketen hier ausweiche. Und es gibt auch noch einen gewissen Winkel. Oh, und jetzt sind wir in Level 2 angekommen. Ihr seht, jetzt sind auf einmal dann horizontale Gegner da, auf die ich mehr aufpassen muss. Und jetzt bin ich irgendwie nach unten gefahren. Ach, mein Fuel war zu Ende. Natürlich, das war nicht ganz so klug. Aber hier starte ich immerhin wieder schon an der Stelle. Und es wird natürlich immer weiter komplizierter und komplexer. Wenn man sich das jetzt ganz genau vor Augen führt, sieht man eben, ne? Also teilweise so das klassische Gameplay, dass da ein gewisser Ansatz von Scramble in Gradius vorhanden ist, der natürlich im entscheidenden Merkmal mit der Specialized, die hier in dem Fall nicht so vorhanden ist, dann natürlich konkret erweitert und verbessert wurde, auch das Spielerische und Grafische und so weiter. Aber da würde ich auch verstehen, bevor Konami dann sagt, hey, wir haben jetzt einen Titel, der, oh, jetzt wird's knifflig, ein bisschen hier Yellow Devil-Style wie bei Mega Man, ausweichen. Wir haben jetzt so ein Spiel, was doch sein eigenes Ding macht. Und wenn wir da jetzt Scramble 2 als Titel darauf packen, wird natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung geweckt für die Leute, die Scramble noch kennen. Aber eventuell sagen sich auch einige, es ist ja nur ein Teil 2 von irgendetwas. Ne? Ah, und mein Fuel war zu Ende. Verdammt. Gar nicht jetzt darauf geachtet, dass das hier runterzimmern kann. Und mein Leben hat es auch schon verwirkt. Das reicht auch, davon hier einiges zu zeigen. Also ich kann es verstehen, warum Konami dann gesagt haben, lass uns was Eigenständiges draus machen, weil es ist so enorm verändert worden, dass wir besser damit fahren, deine eigene Marke draus zu machen. Aber das zeigt den Ansatz, den ich hier für diese Folge eben verfolgen will. Solche Spiele zu nehmen, die dann solche Klassiker inspiriert, vorausgenommen haben, wo die Entwickler Ideen verwirklicht haben und bei lauter Aufregung verschlucke ich mich hier langsam schon. Die Spiele, die dann nochmal zeigen, wie solche Klassiker entstanden sind. Auch ein super Beispiel dafür, dass ich auch thematisiert habe im Buch, wir lassen die zweite Matz mal laufen. Ihr seht hier, ja, viel erklären muss ich dazu nicht. Das ist das erste Resident Evil von der PlayStation damals. Natürlich auch auf vielen anderen Plattformen rausgekommen, aber der Survival-Horror-Hit damals umgesetzt von dem noch jungen Chefentwickler Shinji Mikami mit einem jungen Nachwuchsteam, die viele Ideen verwirklicht haben, die damals in der Form nur ansatzweise gemacht wurden in Spielen wie Alone in the Dark. Aber es geht jetzt hier nicht gleich um Alone in the Dark. Das ist natürlich eher das Game, was dann das grundsätzliche Gameplay des Survival-Horror-Genres mitbestimmt hat, was Resident Evil dann verfeinert hat. Allerdings, Resident Evil sollte ursprünglich auch ein Remake werden. Eine Neuadaption eines alten NES-Games von Konami, von Capcom. Konami waren wir ja bei Gradius, Capcom ist Resident Evil, genau, nicht durcheinander bekommen, die beiden. Ein Spiel von Capcom, was bereits 6-7 Jahre vorher erschienen ist. Und wir gehen mal aufs Ingame drauf. Da sehen wir Sweet Home vom NES, besser gesagt vom Famicom, ein japanisches Horror-Rollenspiel. Das war eigentlich das Genre damals, was ein Begleitstück gewesen ist zu einem Horrorfilm, der in den Kinos damals gelaufen ist. Und Resident Evil sollte ursprünglich erstmals für Super Nintendo angedacht ein Remake dieses NES-Games werden. Aber es wurde dann immer neuer und anders und angepasst, landete irgendwann auf der PlayStation und wurde zu einem Resident Evil, was wir hier kennen. Dieses Game ist ursprünglich. Und ich guck mal, ob ich hier kurz, kann ich neu starten? Also mal kurz schauen, ob ich, oder lädt er automatisch meinen Spielstand jetzt hier? Macht er dann jetzt hier? Also kann ich hier schon mal ein bisschen zeigen, okay, weil hier kann man auch entsprechend saven und dann sich dann nochmal angucken. Oder vielleicht kann ich auch auf Quit gehen, Restart, Begin at last save now. Nee, ich kann, wenn ich einen Spielstand habe, wohl noch nicht nochmal zurückgehen, sonst hätte ich euch den Anfang hier nochmal gezeigt. Grundsätzlich geht's in dem Spiel hier, man ist in einem Spukhaus unterwegs und hat eine Rollenspielparty mit verschiedenen Leuten. Es sind insgesamt 5 verschiedene Personen, mit denen man unterwegs sein kann. Das, was wir hier sehen, ist eine Fanübersetzung, die etliche Jahre später rausgekommen ist. Ursprünglich gäbe es das Spiel nur in Japan. Und dieses Game hat sich an die Story des Films gehalten, wo eine Gruppe von Leuten in so ein verhextes Haus reingegangen ist, um, ich glaube, ein Gemälde eines Malers zu holen, aber sind dann konfrontiert mit etlichen Geistern und Monstern. Hier haben wir zum Beispiel Würmer auf dem Boden, die uns gerade angreifen, die klassisch rollenspielmäßig richtig unsere Charaktere dann weghauen wollen. Und die Charaktere, mit denen ich gerade unterwegs bin, die haben nicht so eine gute Angriffskraft. Anscheinend, deshalb dauert es auch ein bisschen länger, bis ich sie weghaue. Ich habe auch noch nicht, man kann ich vielleicht hier mit Tool benutzen. Na, ich habe hier gerade einen Staubsauger mit dem einen Charakter und einen Schlüssel. Der Schlüssel wird mir nicht so viel bringen.
Vacuum Use No Effect, One Damage Done. Boah, die Würmer sind schon ganz heftig. Also die Story des Films war, dass eben diese Gruppe da reingegangen ist. Und der Film war durchaus hart. Also es gab einiges an Blut- und Splatter-Effekten da, die natürlich jetzt nicht direkt 1:1 so umsetzbar waren auf dem NES. Aber was sich damals als Konzept ausgedacht wurde, ist dann eben daraus ein Top-Down-RPG zu machen, wo man diese fünf verschiedenen Charaktere hat, die in diesem Herrenhaus landen. Und jede dieser Figuren, scheiße, die Würmer sind wirklich ganz heftig hier, ne? In diesem Herrenhaus lande. Ah, aber geschafft und wir sind aufgelevelt. Asuka ist poisoned. Die sind beide gepoisoned. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Lass ich mal kurz gucken, ob ich hier, habe ich hier, natürlich habe ich kein Anti-Poison, aber ich kann hier mit Party einmal auf die anderen Charaktere wechseln, die hier nämlich gerade sind. Nehmen wir den mit. Call if you need medical aid, I will. Okay, das ist dann, können wir mal hier rüber gehen. Also man hat diese fünf Personen, die eigentlich unabhängig voneinander laufen können innerhalb des Hauses, aber man kann sich auch zu Gruppen zusammenschließen und jede dieser Personen hat ein eigenständiges Item. Zum Beispiel der hier hat Lighter, Tonic, Wax, kann zum Beispiel dann mit seinem Feuerzeug Sachen anzünden, um Seile zu durchbrennen und dann Wege frei zu machen. Jetzt bin ich mit dem hier gerade alleine rumgelaufen und werde in einen Rollenspielkampf verwickelt. Die Kunst des Spieles ist es dann, an den entsprechenden Stellen die richtigen Items der Leute anzusetzen. Okay, der ist zum Glück ein bisschen besser drauf, mein Kollege hier. Ich werde mich mal mit denen hier in der Party zusammenschließen. Talk Team machen wir mal, genau. Should we team up? I think so. Und jetzt bin ich mit den drei Leuten unterwegs, kann mit den drei sozusagen hier spielen. So ein bisschen wie, wenn ihr dran zurückdenkt, hier das Stars Team, das im Herrenhaus landet, jeder der Charaktere dort, da habt ihr zwar nur eine Person gespielt, die sind aber unterschiedlich rumgelaufen. Jill hatte zum Beispiel auch ihren hier Dietrich, mit dem sie verschiedene Sachen aufmachen kann. Chris konnte dafür, ich glaube, er hatte von direkt dann gleich schon die Schusswaffe und ist alleine hier so rumgelaufen. Also jeder hatte so ein bisschen unterschiedliche Skills, ist auf verschiedene Charaktere getroffen, auch wenn es mehr NPCs bei Resident Evil waren, aber hier musstest du dir dann richtig überlegen, mit welcher Gruppe machst du dich wie vom Haus aus? Die eine Party landet da, um den Weg frei zu machen. Ich muss die andere Person dazu holen. Und es ist ein anders komplexes Spiel als Resident Evil hier Sweet Home, aber nicht minder interessant. Man sieht so ein bisschen, wo die Wurzeln gewesen sind und daraus dann eben Resident Evil entstanden ist. Natürlich mit den Jahren. Auf dem Super Nintendo als Remake von Sweet Home hätte wahrscheinlich die Grafik noch mal upgedatet worden sein, dass man das Visuelle noch mal nach vorne packt. Ich denke, das grundsätzliche Gameplay wäre aber wahrscheinlich ähnlich geblieben, dass man immer noch Random Encounters hat und so richtige Kämpfe. Also nicht nur diese Würmer, gegen die wir die ganze Zeit kämpfen, sondern auch Zombies und Geister, die da herumfliegen. Plus eben der Rätselfaktor mit, nimm das Item mit, benutzt das limitierten Bereich sozusagen, wo man die Items haben kann, weil das hattet ihr hier auch gesehen. Auch Kaiso ist auch, die sind alle gepoisoned hier. Alle sind gepoisoned, die gottverdammten Würmer. Warte mal, die Taste, genau. Ich kann hier dann auch mir die limitierten Itemplätze ansehen. Das Standard-Item von jedem Charakter, der Anzünder hier, die Kamera. Akiko kann heilen. Used Kit. Kaiso kürt. Taro kürt. Akiko kürt. Kann man also mit denen hier, muss man den Charakter haben, um sich dann untereinander heilen zu lassen. Wir reden mal hier. Be brave, sagt der Zombie da unten. Your tools, weapons, firebugs, lights, bats. Der gibt uns zum Glück hier noch ein paar Tipps, die uns dann weiterhelfen. Müssen wir hier dann schauen, wo wir am ehesten vorbeikommen. Es sind Türen, die verschlossen sind. Manchmal braucht man einen Schlüssel dafür. Hier auch ein gutes Beispiel. Mal sehen, habe ich die mit dem richtigen Item hier dabei? Nee, da muss ich zum Beispiel die anderen hier holen. Ihr seht das zerbrochene Glas, was da unten auf dem Boden ist. Hier komme ich gar nicht durch. Das heißt, ich gehe mit der Party, wechsle ich auf Asuka und Emi, glaube ich, waren meine anderen beiden. Die hier, sind sie auch gerade mit in den Kampf gelaufen, das werden wir ja noch einmal machen. Man muss die richtigen Leute zur richtigen Stelle schicken, weil eines der Items ist ein Staubsauger, wie wir gesehen haben. Mit diesem Staubsauger kann man zum Beispiel dann das Glas von unten wegmachen, sodass die Leute da durch können. Ich versuche mal wegzulaufen. Emi ran, hat geklappt. So, mal sehen, wenn ich mit ihm reden kann, ob er uns heilen kann. Call if you need to open a doctor. Ich hab. Vielleicht muss ich dann einmal auf die hier wechseln. Item. Taro, nee, Taro ist es nicht. Man muss natürlich dann aber auch wissen, welcher Charakter hat welches Item nochmal. Kaiso, glaube ich, hatte
talk. Amy, don't worry. Okay. Item. Kazu Leiter Key. Nein. Akiko hat das Kit. Use. Okay, dann müsste Akiko wahrscheinlich Talk. Ah ne, Team. Should we team up? Ich glaube nicht, dass wir... Nee, man kann nicht alle in eine Party packen. Also irgendwie müsste ich jetzt erstmal zum anderen Charakter rüber. Das sind die Eigenheiten, die man dann erstmal draufkriegen muss. Ich lasse sie mal vergiftet, wie sie sind, weil ich will euch eigentlich nur zeigen kurz, wie wir hier das Glas wegwischen. Vacuum, use. Used Vacuum und schon, wir hören zzzzt, ne? Und schon haben wir es hier erledigt, dass wir hier durch können und können uns jetzt Sachen anschauen wie dieses Skelett, was auf dem Boden liegt, was uns gleich. Light fell, I was too slow, beware. Zum Glück greift es uns nicht an, sondern gibt uns wertvolle Tipps und wir finden dann weitere Items, müssen hier für das erste Rätsel solche Gemälde uns angucken und dann fotografieren. Fresco, how to preserve it, it's covered in dust. Oh. Warte mal, jetzt covered in dust, können wir das sauber machen. Guck mal, jetzt können wir das Bild richtig sehen. It is cleaned. Lief, und jetzt könnten wir die andere Party dazu holen. Weil die haben die Kamera. Item. Kamera von Taro benutzen. Used camera. Achso, warte mal, ich muss natürlich, klar, die Kamera einfach nicht so benutzen, sondern erstmal schauen und dann die Kamera benutzen, damit ich ein Foto davon machen kann. Und auf einmal tauchen Buchstaben auf, die mir bei des Rätsels Lösung helfen. 1.15, one needs a mallet to remove a boulder. Also man braucht einen großen Hammer, um dann Steine aus dem Weg zu räumen. Es reicht dann auch, ne, weil... Dieses Spiel ist natürlich etwas, wo man dann viel Zeit investieren muss. Aber ja, ursprünglich sollte Resident Evil ein Remake von Sweet Home sein, hat sich aber so weit dann davon entfernt. Wir können uns, glaube ich, auch ganz glücklich schätzen, dass die ihr eigenes Ding draus gemacht haben, weil Sweet Home wäre immer noch eine Lizenz gewesen. Und Resident Evil gehört Capcom selber. Also haben sie sich diesen ganzen Stress sparen können dann damit. Gehen wir auf die nächste Mats drauf und gehen in den Sportbereich. Einer der absoluten Klassiker natürlich, eins meiner Lieblingsgames damals, NBA Jam. So ausführlich, wie ich Basketball tatsächlich in den 90ern verfolgt habe, war es das richtige Spiel zur richtigen Zeit, zur Hochzeit der Chicago Bulls und der Orlando Magic und den ganzen anderen Vereinen. Selbst die Knicks waren gar nicht mal so schlecht zu der damaligen Zeit. Die Supersonics mit Detlef Schrempf hat man natürlich immer gerne geschaut hier in Deutschland und hat NBA Jam dann gespielt, von Midway umgesetzt worden, und natürlich einer der großen Klassiker, nicht nur im Heimbereich, sondern gerade in den Arcades, wenn man dann außerhalb Deutschlands unterwegs gewesen ist, so viele verschiedene Automaten, die es gegeben hat. In Griechenland hätte ich es auch noch im Ab und zu mal spielen können, was auch immer ein sehr großer Spaß. Es gibt sogar die Geschichte, ich glaube, Shaq O'Neal damals bei den Magic hat sich extra eine Maschine davon organisieren lassen, die er bei Auswärtsreisen, bei Spielen mit hat reisen lassen. Also da muss ein kompletter NBA-Jam-Automat immer sein, damit die zwischendurch so ein bisschen zocken können. Es gibt ein Spiel, was NBA Jam inspiriert hat, was die grundsätzliche Umsetzung dann angeht und die Art, wie das Spiel es ist. Weil NBA Jam ist kein realistisches Basketballspiel, sondern übertrieben, comichaft, 2 gegen 2. Wenn wir mal einmal aufs Ingame da drauf gehen, wir sehen dort das Spiel Arch Rivals. Das ist ein paar Jahre vor NBA Jam, auch von Bally Midway, oder Bally zumindest damals rausgekommen, und ist eigentlich der Vorvater von NBA Jam. Na, ihr seht hier schon die selbstlaufende Demo. Interessant, damals waren im Automaten vergleichsweise hochauflösende Grafik. Also für Anfang der 90er, wo es rausgekommen ist, sieht das schon recht aufwendig aus. Und ihr seht, 2 gegen 2, ein bisschen comichafterer Aspekt natürlich, aber vielleicht kann man auch schon sagen, so sind da, die Köpfe sind natürlich noch mal ein bisschen größer bei NBA Jam, aber man sieht so ein bisschen, wie es ist. Und es hat teilweise, finde ich, rein spielerisch, da werden wir, glaube ich, gleich mal hingehen, rein spielerisch, wir machen mal auf One Player und suchen uns dann jeweils 2 Spieler aus, mit denen wir dann zusammen sind. Also nicht eine volle Basketballmannschaft, wir nehmen mal Mohawk. Get ready Mohawk, bin mit meinem Kollegen hier unterwegs. Und auch hier 2 Spieler, die dann jeweils dann miteinander zocken, miteinander spielen können. Gleiche Perspektive, die Möglichkeit hier auch Gegner dran zu hauen. Und zwischendurch auch nochmal richtige Cutscenes, was nicht so existiert hat. Und jetzt habe ich natürlich gleich den Ball dem Gegner in die Hände gespielt.
Ah, ich müsste die andere Taste drücken, damit er mir... Obwohl, oh, gleich ein Dreier mit reingemacht. Auch nicht schlecht, 3 Points. Kann man natürlich dann auch bis zu 4 Leuten spielen. So, nicht... Ich muss ihn einfach mal hier punchen. So, ins Gesicht, ins dein Gesicht, komm! 3 Points. Verdammt, der hat wirklich 3 Punkte gemacht. Egal. So, pass rüber und pass wieder zurück. Machen wir von außerhalb. Kannst natürlich auch Dunks machen. Oh! I'm open. So, ich will hier ein Layup, aber okay, Fouls gibt es nicht. Also ich glaube, hier gab es wirklich auch keine Fouls. Ähnlich wie bei NBA Jam. Da, ich habe den Kollegen gepuncht, wie man es bei NBA Jam gemacht hat. Ich gebe den Pass auf meinen KI-Kollegen. Ich will, pass zu mir. Ich bin frei. Und ist trotzdem reingegangen. Eigentlich müsste ich jetzt auch noch mal Free Throws bekommen, aber hier ist das so nicht. Und ich sehe, na, die Ansätze sind sehr deutlich zu NBA Jam zu erkennen. Du hast natürlich keine offizielle Lizenz gehabt, aber gerne aus diesem ganzen Umfeld gab es auch mal diese actionreicheren Sportspiele. Ich kann mich an Hit the Ice erinnern. Eine eher martialische Eishockey-Simulation in Anführungsstrichen, die auch diesen Comic-Aspekt nach vorne gepackt hat, inklusive Kämpfen, dass man auf dem Spielfeld direkt gekämpft hat, auf dem. Ach komm. So, geh mal her, I'm open. Machen wir mal einen Dunk hier mal, mein Freund. Nee, da will man nur Layups hier machen. Aber ohne Art-Rivals, ohne dass Art-Rivals ein bisschen so das Bett gelegt hätte, ne? Und gesagt hat, hey, was. Ah! Direkt über den Referee gefallen. So. Das war aber mal schön hier reingezimmert. Nochmal 2 Points hier. Hätte NBA Jam viel neuer finden müssen von dem hier. Natürlich bin ich letzten Endes froh, dass sie sich die offizielle Lizenz geholt haben. Aber im Nachhinein, wenn ich Art Rivals hier sehe, vermisse ich auch so ein bisschen diesen comichafteren Aspekt. Das ist natürlich schon eine ganz coole Sache, was sie sich hier ausgedacht haben, um daraus das ein bisschen so anspruchsvoller zu machen oder interessanter, um mal eine kurze Partie hier zu machen. Und da können sie sich richtig aussuchen, was den Comic-Aspekt hier angeht. So, einen Korb mache ich noch. Geh mal zu mir zurück. So, und? Landet er drin? Go Team. Okay, es reicht. Für meine Verhältnisse, finde ich, habe ich damit das Spiel hier gewonnen. Und wäre interessant zu sehen. Also NBA Jam kann natürlich gerne auch wieder mal richtig aufgelegt werden, weil du hattest alle paar Jahre immer wieder mal so ein kleines Revival. Und es gab auch mal so eine Geschichte, wo es Probleme in Anführungsstrichen um die Namensrechte bei NBA Jam ging, dass auf einmal der Name NBA Jam bei Acclaim und nicht mehr bei Midway war. Und Midway haben auf einmal ihre Spiele dann NBA Hangout und anders nennen müssen. Alles das, was nicht im Retro-Clubbuch drin ist. Das war ein Artikel, den ich angedacht habe, der aber erstmal hinten übergefallen ist. Vielleicht werde ich darauf im Konkreten nochmal in dem weiteren Buch drauf eingehen. Bevor wir in die Pause gehen, schauen wir uns noch eine Matz an. Denn wenn wir schon geprügelt haben auf dem Basketballfeld, können wir auch draußen nochmal prügeln. Und was wir hier gerade sehen, ist Final Fight, natürlich einer der Beat'em-Up-Klassiker schlechthin. Da mit Hagger, mit Cody oder mit Guy rumlaufen, rumpunchen, hat ein Spiel, was 1989 dann so herausragend gewesen ist, dann quasi das Beat'em-Up revolutioniert und hat super viel Spaß gemacht. Und dieses Game ist ursprünglich mal als ein Sequel zu einem anderen Game angedacht gewesen. Wir gehen aufs Ingame, einmal da drauf. Ihr seht hier, Capcom, da puncht sich jemand durch. Und was sehen wir da? Street Fighter aus dem Jahr 1987. Ja, das wird im Buch thematisiert. Und das ist so eine Geschichte. Street Fighter aus dem Jahr 1987 haben wir auch anderswo noch mal gezeigt. Wir kennen ja alle Street Fighter 2. Da sehen wir so ein bisschen die selbst ablaufende Demo. Street Fighter 2 ist zu Recht einer der größten Klassiker, was Fighting Games angeht, spielerisch, grafisch, macht's heute noch einen Riesenspaß. Allerdings, bis sie bei Street Fighter 2 angekommen sind, was 91 rausgekommen ist, muss es natürlich auch ein erstes Street Fighter gegeben haben. 87 hat schon ein paar Sachen so festgelegt, wie Street Fighter 2 später funktioniert hat. Allerdings, ihr könnt's jetzt bei der selbst ablaufenden Demo schon sehen. Steuerung ist nicht so geil. Viele der Eingaben wurden geschluckt. Die Grafik hätte gern noch mal ein bisschen polierter sein können. Wobei für 87 sieht das alles schon eigentlich ganz gut aus. Also es ist bei weitem nicht so gut, wie Street Fighter 2 geworden ist. Allerdings, das war damals trotzdem ein Achtungserfolg für Capcom in den Spielhallen. Hier passiert übrigens diese ganze Geschichte mit hier Sagat gegen Ryu im Finale, dass Sagat dann seine Narbe bekommt. Ryu hatte hier noch rote Haare und rote Pumps an, mit denen er gekämpft hat. Obwohl schon tatsächlich
Hadouken und Shoryuken und so weiter geht. Sie wollen aber partout nicht so richtig rauskommen. Also nur alle paar Male kriege ich sie raus. Gegner können dich auch sofort hier weghauen. Dieses Ding war ein also genug von einem Achtungserfolg, dass Capcom sich gesagt hat, wir wollen das fortsetzen. Es sollte aber in der Fortsetzung das nächste Street Fighter ein Beat'em-up eigentlich sein. Also kein Fighting Game One-on-One, sondern eben tatsächlich so ein Side-Scroller. Und ich habe tatsächlich einmal eine Runde gewonnen mit einem Dragon Punch hier. Es sollte tatsächlich ein Side-Scroller werden, also richtig herumlaufen, wie bei Double Dragon und so weiter. Dieses Spiel wurde auch angefangen, aber so wie wir es bei Sweet Home und Resident Evil dann hatten. Schön der Hadouken. Oh, der hat auch nicht abgezogen. Kriegen wir noch einen raus? Natürlich nicht so direkt, ne? Kann ich einen Tatsumaki Senpukyaku machen? Komm, probier mal, ob ich den Hurricane Kick hinkriege. Ah, da ist er! Hat er einmal getroffen, der Hurricane Kick. Sehr schön. Dieses Projekt, dieser Nachfolger, hat sich dann so weit entfernt aber vom Street Fighter-Gedanken, dass sie was Eigenes draus gemacht haben. Und das Game wurde Final Fight. Also Final Fight sollte ursprünglich auch Street Fighter 89 heißen. Und als sich das dann so enorm verändert hat, hat man Final Fight draus gemacht und sich gesagt, oh, wir wollen aber trotzdem noch mal Street Fighter fortsetzen. Lass uns vielleicht eine neue Idee uns dann ausdenken, was wir machen können. Und das ist für unser aller Glück dann Street Fighter 2 geworden. Und so hat es tatsächlich am idealsten gepasst. Das heißt, wir haben nicht nur ein exzellentes Beat'em-up mit Final Fight bekommen, was für seine Verhältnisse auch super funktioniert hat, also viel, viel besser als viele vergleichbare Games des Genres, aber auch besser, als wenn wir jetzt so ein reine Street Fighter Fortsetzung bekommen haben. Und dafür war Street Fighter 2 als Fighting Game herausragend. Also zwei geniale Spiele aus einem Spiel hier rausgekommen, was an sich ambitioniert war, aber nicht so mega gut letzten Endes. Ne? Wir finden hier übrigens auch viele Ansätze, wie gesagt, neben der Story auch ein paar Charaktere, die später wiedergekommen sind. Aber Street Fighter 1 hat seine Relevanz nicht komplett verloren, ist aber bei weitem das schlechtere Spiel, hat dafür gesorgt, dass wir dann Final Fight und später Street Fighter 2 richtig bekommen haben. Die letzte Runde mache ich noch, sei denn ich gewinne. Vielleicht mache ich dann noch eine Runde, also einfach um dann... Ist einfach, also einfach verschwunden hier, ne? Kann man sehen, dass diese Figur, vielleicht war diese Figur so der Ansatz für Dalsim, ne? Weil Dalsim konnte sich ja auch so ein bisschen warpen, um dann auf verschiedenen Plätzen zu landen. Hier hatten wir einen Ninja, der das traditionell gemacht hat, na? Aber der fliegt mir wirklich echt viel zu schnell. Ja, das Spiel auch dazu entstanden. Oh, der Hurricane Kick. Okay, dann kann ich tatsächlich nochmal die finale Runde hier machen. Der Hurricane Kick hat tatsächlich hier einmal getroffen. Paar Ansätze, wo man sehen kann, wo die Wurzeln hier und her gekommen sind. Wer sollten wohl die Charaktere vielleicht dann bei Final Fight sein? Wobei, die können tatsächlich dann mit Hagger, Cody und Guy gearbeitet haben. Muss ja nicht alles immer Ryo und Ken sein. So, komm mal her, komm mal her. Och, mein Kollege, hier. So, kriegst du mal hier. Ja, dass die Special Moves nicht so rauskommen wollen, wie man sie kennt. Das war echt so ein Gewürge. Es gab von Street Fighter 1, okay, und würde ich sagen, das reicht, dann gehen wir mit dem Sieg hier raus. Von Street Fighter 1, Fighting Street, wie es auch damals in manchen der Umsetzungen hieß, gab es auch eine Spezialversion des Automaten, wo es statt normalen Knöpfen so große Gumminoppen gegeben hat, um da richtig drauf zu hauen. Und es hat vielleicht Spaß gemacht, aber wahrscheinlich nicht so viel Spaß, als wenn man einen der Nachfolger gespielt hat. Wir gehen kurz in die Pause und dann geht's weiter mit den geheimen Wurzeln von vielen anderen Klassikern. Bis gleich. Da sind wir wieder im Retro-Club. Es geht um die geheimen Wurzeln. Großer Klassiker. Meine geheimen Wurzeln, glaube ich, brauche ich nicht preisgeben. Ich darf immer noch euer Gregor sein. Und wir gehen jetzt in das Side-Scrolling-Run-and-Gun-Action-Genre. Gibt es einige Games, die man sich hier davor nehmen könnte? Seien es die Gunstar Heroes, Rapid Reload, wie sie alle heißen. Allerdings, wir wollen uns jetzt um eins der bekanntesten kümmern. Die nächste Mats lassen wir einmal ablaufen. Das ist natürlich Metal Slug vom Neo Geo. Eines der herausragendsten Spiele auf der Plattform, was ausnahmsweise kein Fighting Game gewesen ist. Ja, die Side-Scrolling-Action mit Militäransatz, ein bisschen Humor, sehr großen Projektilen, vieler aufwendiger Grafik. Wurde damals umgesetzt von einem Team, ich glaube Nazca müsste es gewesen sein, man muss sich hier nochmal genau checken, wie sie sich genannt haben, die gerade dieses Actionfach dann richtig für sich gepachtet haben, sind viele Entwickler, die von dem Studio, oder ja, besser gesagt Publisher, hatten wahrscheinlich viele verschiedene Studios darunter, Irem gekommen sind, die natürlich bekannt sind für viele Shoot'em-ups und Ballerspiele, und insbesondere die Leute, die dann Metal Slug gemacht haben, die haben sich bei Irem für eine Handvoll andere Spiele dann verantwortlich gezeichnet, und zwar eine nicht ganz so bekannte Serie namens Gunforce.
Metal Slug, Gun Force, okay, zwei Worte, klingt alles so ein bisschen martialisch und so weiter. Was wir uns gleich angucken werden, ist Gun Force 2 in den Arcades damals erschienen, bevor die Leute dann weggegangen sind von Iron, um ihr eigenes Ding zu machen. Wir gehen aufs Ingame dann einmal drauf. Und Gun Force, wenn euch das jetzt anguckt und euch das gar nicht bekannt ist, ich glaube, ihr werdet wirklich eine direkte Linie denn da zu sehen. Ihr seht 94 bei Iron noch rausgekommen, Gun Force 2. 96 war dann das erste Metal Slug. Da sehen wir ein bisschen so, okay, können wir auch die selbstablaufende Demo da laufen lassen. Ihr seht einen Charakter, der herumläuft und okay, die selbstablaufende Demo ist auch nicht ganz so geil. Das spielen wir einfach selber. Macht ein bisschen mehr Spaß. A, B, irgendwas. D, E, Def. Natürlich. Mission 1 für uns hier. Es hat schon so diesen gewissen Ansatz, dass es so ein bisschen wie Metal Slug ausschaut, wobei es noch nicht ganz diesen Comic-Style nach vorne hat. Ich habe hier einen Charakter mit zwei Waffen, der enorm viel herumballern kann. Ich kann auch gefangene Geiseln retten, so wie es bei Metal Slug ist. Statt Kriegsgefangenen sind es aber hier leicht bekleidete Cheerleader, die wahrscheinlich gefangen genommen wurden. Jetzt habe ich die falsche Taste natürlich gedrückt. Ich wollte natürlich dann hier springen, um dem Projektil hier auszuweichen. Sind es hier dann Cheerleader, die man befreien muss. Der erste Level auf einen... Ah, verdammt. Habe ich hier das Projektil hier gerade noch übersehen, aber das wird, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, weil jetzt mit Erklären und Zeigen, das ist ein Spiel, was wirklich sehr viel Konzentration dann aufwarte, für das man mit Konzentration aufwarten muss. Grundsätzliche Sachen mit Run-and-Gun-mäßig rumlaufen, viel Projektile, diese Liebe zum Detail, was die Umgebung, Charaktere, Gegner angeht und natürlich dieses große Überbordende an Explosionen und Sachen, die zerstört werden. Da sieht man, wo so ein bisschen die Grundideen für Metal Slug hierher gekommen sind, auch mit den verschiedenen Power-Ups, die man sich holen kann, die dann nochmal Verstärkungen hier drin haben. Interessant finde ich dieses Rotieren der beiden verschiedenen Waffen, die man drin hat, sodass man teilweise auch wirklich nochmal statt mit der einen Waffe bei Metal Slug hier auch in verschiedene Richtungen dann gleichzeitig zielen kann. Hier muss ich so ein bisschen aufpassen, dass mich die Kollegen mit den Motorrädern da nicht erwischen. Und natürlich, neben viel Aufwand in der Grafik, auch verschieden variables Level-Design, so dass ich auch teilweise mit Vehikeln selber arbeiten kann. Schau dich das mal an, ne? Also das ist schon... Also es hätte sich auf dem Neo Geo auch nicht unbedingt schlecht gemacht. Wenn du jetzt Metal Slug Zero oder sowas das genannt hättest, ne? Würde man tatsächlich dann so in der Form anbieten und dann weitergeben. Und es ist einerseits schade, dass wir natürlich nicht nochmal das Gunforce-Konzept nochmal ausgearbeitet gesehen haben. Der zweite Teil jetzt hier ist nochmal ein bisschen schöner und aufwendiger als der erste, der ein paar Jahre zuvor gekommen ist. Aber man kann im Grunde sagen, dadurch, dass Metal Slug der spirituelle Nachfolger ist, kann man auch gut damit arbeiten. Da hat mich doch die eine erwischt hier. Nicht ganz so geil, aber zum Glück können wir das Continue hier reinzimmern. Die vertragen wirklich echt viel. Und der, oh Gott, jetzt will er, springt er noch einmal mit einer, also der Gegner wusste, dass er erledigt ist und umarmt ein riesiges Geschoss und springt mit denen kamikaze-mäßig auf meinen Zug drauf, den er aber leider hat nicht, für seine Verhältnisse leider nicht hat explodieren lassen können. Und hier auch eine Sache, ich kann im Vehikel rein, genau wie es wir es bei Metal Slug auch haben. Hier dieses Vehikel hat nochmal Laserkanonen und hier eine Gruppe von Cheerleadern, die ich gleich befreien kann. Hat sogar automatische Lenkung für die Geschosse hier. Und wenn ihr euch mit den Metal Slug Spielen schon mal richtig ausgetobt habt und Gun Force noch nicht kennt, wäre es vielleicht was, um mal einfach zu schauen, was es noch mehr in dem Genre gegeben hat. Natürlich wurden auch im Nachhinein viele Spiele von Metal Slug inspiriert, weil das eben die herausragende Run-and-Gun-Serie auf dem Neo Geo gewesen ist in der Spielhalle, die auch mittlerweile tausendfach natürlich gefühlt auf verschiedenen Plattformen drauf ist, in Retro Collections. Es gab so viele Metal Slug-Sammlungen, die rausgekommen sind. Aber das sollte auch nochmal so ein bisschen gewürdigt werden. Ich muss es nochmal checken, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Es gibt noch ein anderes Spiel, was so ein bisschen Metal Slug-Style ist von Iron namens In the Hunt. Wobei das mehr Shoot'em-up statt Run-and-Gun ist, wo man ein U-Boot dann steuert. Aber es hat so ein bisschen diese gleichen Sensibilitäten und den ähnlichen Look. Schöne Waffe hier übrigens mit dem Laser. Sensibilitäten und den ähnlichen Look, wie es die Metal Slug-Spiele haben, dann aber eben als... Shoot'em Up umgesetzt. Eventuell war das auch von den Leuten hier, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich das aber auch schon mal anderswo irgendwie gezeigt habe. So, wir sind beim ersten Boss angekommen, der hier mit dem Vehikel uns auch nochmal die Möglichkeit gibt, den Gegner dran zu hauen. Und hier, ich muss schon ordentlich zimmern.
Ah, sonst treffen. Ich glaube, lang hält wahrscheinlich mein Geschoss hier nicht durch. Oh, und jetzt, okay. Dann gehen wir einmal hier und ich könnte auch in das Geschoss da oben rein, aber ich finde fast schon meinen Laser. Der funktioniert echt gut. Ah, außer wenn mich die Dinger jetzt hier erwischen, jetzt habe ich, glaube ich, den Laser nicht mehr. Kann ich hier ins Geschoss reinspringen? So. Und ich habe hier auch quasi so meine Geschossstation, aber ja, das ist leicht ist es nicht. Ne? Nicht nur mit dem Erklären, sondern auch allgemein, weil so viel passiert hier. Auch eine Sache, die bei den Metal Slug-Spielen natürlich auch nicht immer das Einfachste gewesen ist. Was ist Projektil und was nicht mehr? Wann kann ich dem Gegner eine auswischen? Ah, übrigens, eine Sache. Ich kann mich auch ranhängen an den Roboter hier. Okay, jetzt im Moment wahrscheinlich, glaube ich, eher nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich da dran zu hängen und dann den Gegner direkt dran zu hauen. So ein bisschen Probotector-Style. Das zu machen. So, aber ich würde es gerne nochmal erledigt haben. Ja, da habe ich nochmal gekriegt. Der ist weg, der Roboter ist zerstört. Wir haben es weggehauen. Target One destroyed, ich spring vor Freude in die Luft. Stimmt, die beiden Knarren sind fast schon mal ein bisschen mehr Probotector-mäßig, wenn man die so hält, ne? Und alles. Aber gut, vielleicht ist es auch ein Element, was mit reingekommen ist. Das ist der inoffizielle Vorgänger von Metal Slug. Es reicht, haben wir ein bisschen genug davon gesehen. Gehen wir in den Computerbereich, wir zeigen gleich die nächste Mats, wobei die von einer der Konsolenumsetzungen ist, aber eine meiner Präferierten, weil die auch so hübsch ausschaut. Prince of Persia, natürlich auch einer der Klassiker, damals auf vielen Computern rausgekommen. Erste Version müsste Apple II gewesen sein, von Jordan Mechner umgesetzt, der berühmterweise dann seinen Bruder gefilmt hat mit verschiedenen Animationsphasen und die paar Rotoscoping, also ein paar Durchpausen und Zeichnen sozusagen möglichst akkurat dann umgesetzt hat, dass es nicht nur diesen realistischen Touch hatte mit den Animationsphasen, sondern auch den Abenteueraspekt, der in vielen Cinematic-Plattformen dann umgesetzt wurde. Wir gehen mal aufs Ingame, kurz hier drauf und können gleich den spirituellen Vorgänger hier sehen. In der französischen Amstrad CPC-Fassung, ein früher Computer damals. Aber wir gehen da hier ein bisschen so mal rein. Jordan Mechner hat Ideen und Konzepte, die dann in Prince of Persia reingeflossen sind, wobei Prince of Persia natürlich noch ein bisschen größerer Aufwand war. Nicht nur das Kämpfen im Mittelpunkt stand, sondern auch das Adventuren und Erkunden. Es gab ein Spiel namens Karateka. Ja? Und Karateka war ein Game, was auch schon damals, ihr seht vielleicht hier so ein bisschen, es steht natürlich hier wirklich im Mittelpunkt das Kämpfen. Man ist ein junger Kämpfer, dessen, ist es die Freundin, ist es die Prinzessin, wer auch immer. Na, komm. Achso, ja, hier, die Taste zum Angreifen, genau. Lassen wir mal kurz gucken. Drückt halten und dann ist ein bisschen schwieriger mit den. Okay. Ich möchte dich doch nur hauen. Na gut, nehmen wir es, machen wir es so. Genau, weil es ein bisschen schwieriger ist, mit den Tasten hier verschiedene Angriffsmöglichkeiten zu haben. Ein Spiel, was damals etliche Jahre vor Prince of Persia ursprünglich mal dann geplant wurde, rausgekommen ist. Schon Ideen damit reingebracht hat, die du dann in Prince of Persia noch mal ein bisschen ausgeweitet und ergänzt gesehen hast. Hier ist wirklich das Kämpfen im Mittelpunkt, sodass du nacheinander dich hier durchkämpfst, bis du dann bei deiner Angebeteten gelandet bist, um sie zu befreien. Und hier ist es so, in der Fassung, natürlich hätte man auch andere Versionen dann nehmen können, aber die hier ist zumindest visuell noch mal ein bisschen schön anschaubar aus der damaligen Zeit. Angriffsknopf gedrückt halten, in verschiedene Richtungen halten, um dann dem Gegner eins auszuwischen. Habe mich hier auch noch mal kurz eine Funktion reingepackt, dass ich keine Energie verliere, weil sonst wäre es mit dem Erklären schnell Essig gewesen. Weil das auch ein Spiel so ist, was da gedacht wurde, dass man schön immer eine reingezimmert bekommt und das immer wieder probieren kann. Es hatte schon einen gewissen cinematischen Anspruch, so wie Prince of Persia es später hatte. Das teilweise mit Cutscenes gearbeitet wurde, nicht nur mit den hübschen Animationen. Hier der Schäpke, der sagt, hier, du bist als Nächster dran, geh mal los. Und wir müssen uns wirklich durch einen Gegner nach dem anderen da durcharbeiten. Ein bisschen was davon kann man neben den Animationsphasen, die hier schon benutzt wurden, um die möglichst flüssigen Bewegungen dann zu machen, ist dann auch schon gelandet in den Säbelduellen. Das sind ja Säbel, die man dann bei Prince of Persia benutzt hat. Hier muss man natürlich immer noch mit seinen Fäusten oder mit seinen Tritten dann Vorlieb nehmen, je nachdem, wo man den Gegner gerne eine weghauen kann. Erinnert mich auch ein bisschen an die Kämpfe vielleicht bei Indiana Jones bei dem Adventure, ne? Wobei man da eher Boxen benutzt hat statt Kicks, aber so ein Side-Scrolling frühes Fighting-Game,
Den haben wir schnell erledigt, das ist doch immerhin ganz gut. Kann man schon mal sehen, wo so erste Ideen so reingeflossen sind und gesagt wurde, hey, das können wir alles noch mal ein bisschen aufwendiger machen. Das gefällt mir zum Beispiel mit Umschnitten. Der Gegner läuft entlang, ich laufe entlang, der Gegner läuft entlang, wir landen dann in der Mitte und kämpfen dann gemeinsam. Also sind da bereits erste Ideen reingeflossen. Man hat gesehen, dass Jordan Mechner durchaus einen Anspruch hat auf dann eben cinematische Darstellung und was für heutige Verhältnisse vielleicht so ein bisschen krude und so weiter wirken. Man muss sich eben vorstellen, ne? So Anfang, Mitte der 80er, wo dann dieses Spiel im Vordergrund stand, war das schon was recht Eigenständiges. Und hat vielleicht einem oder anderen dann schon ein bisschen Appetit drauf gemacht, zu sehen, was Jordan Mechner dann später nochmal anstellen wird. Ich glaube, einen Gegner können wir gleich noch mal weghauen. Mal kurz sagen, oh, da kommt der Nächste. Da bin ich wieder. Komm her, mein Freund. Oder mein Nicht-Freund. Dann kann ich dir noch mal hier schön eine reinzimmern. Dass man noch mal gespannt darauf gucken konnte, was Prince of Persia später macht. Prince of Persia selber, also Karateka, habe ich persönlich auch erst viele Jahre später gespielt. Wobei, das Spiel war mir bewusst. Ich habe es immer mal in der Kaufhausauslage dann gesehen, für verschiedene Formate. Aber mir war nicht so die Verbindung so direkt bewusst, weil Prince of Persia habe ich auf dem C64 erlebt und war auch tatsächlich eines, was ich recht häufig gespielt habe. Im Nachhinein muss man eben sagen, man sieht so ein bisschen die Linie, wie sie da durchkommt. Aber ich bin froh, dass es dann nicht nur bei Fighting Games geblieben ist, sondern dass wir später auch, oh, da einen ganz anderen Hut auf hier, dass es später dann auch diesen Puzzle-Adventure-Aspekt gegeben hat, weil da bin ich ein bisschen mehr dann zu Hause. Und vor allem auch, Prince of Persia hatten ja ein ganzes Genre dann erfunden mit dem Cinematic-Platformer. Ohne Prince of Persia hätten wir kein Another World, hätten wir kein Flashback, hätten wir kein Heart of Darkness, hätten wir auch keine späteren Sachen. Du kannst ja auch vielleicht so ein bisschen so ein paar Metroidvania-artige Ableger so ein bisschen in Cinematic-Platformer-Lager machen. Nehmen wir speziell, naja gut, sowas wie Limbo und Inside sind auch Spiele, die dann direkt ihre Wurzeln da finden können. Genug davon, es reicht. Das war mal ein kleines Beispiel dafür, wie sowas aussehen kann. Gehen wir zum nächsten Spiel über und jetzt wird's schön, jetzt wird's fun. Wir zeigen die nächste Mats, ja. Und was wir da sehen können, ist Star Fox für das Super Nintendo. Natürlich einer der großen Shooter-Klassiker. Nintendo haben dieses Spiel ja nicht alleine umgesetzt, sondern sie haben sich von einem, ich glaube, es müsste ein britischer Entwickler namens Argonaut gewesen sein, die schon das technische Know-how mitgebracht haben, um mit gemeinsam mit Nintendo sowas wie das hier zu verwirklichen. Der Ursprung davon, wir gehen mal aufs Ingame rauf. Da sehen wir gerade Star Glider 2 von Argonaut Software. Bevor sie also mit Nintendo zusammengearbeitet haben, haben Argonaut Software sich schon in Flugshootern probiert, hier in der Amiga-Fassung. Und Star Glider 2 war quasi so ein bisschen das Bewerbungsspiel, kann man sagen. Eines, was bei Nintendo dafür gesorgt hat, dass man gesagt hat, okay, auf diesem Grundsatz können wir aufbauen. Gehen da einmal kurz rein. Und lass ich mal kurz gucken, dass ich hier vernünftig steuern kann. Sehen hier gerade die Amiga-Version. Ich habe hier ein bisschen eine stärkere Amiga-Version drauf, weil auf dem Amiga 500 hat es so ein bisschen geruckelt. Ich muss jetzt auch mit der Steuerung noch mal schauen, weil ich spiele hier gerade eine Mischung zwischen Maus und Controller, weil es für mich so ein bisschen am einfachsten funktioniert. Wenn ihr euch die Technik hier mal anguckt, ne, auf dem normalen Amiga 500 hat es natürlich noch mal so ein bisschen mehr geruckelt. Star Glider 2 als Fortsetzung des ersten Star Glider, mit dem ich aber nicht so vertraut bin. So ein bisschen ein, ja, Arena-Flugshooter. Ihr seid mit dem Raumschiff hier unterwegs und warte mal, ich glaube, ich konnte sogar aus der Außenperspektive das machen. Gucken, welche. Ah, genau. Ja, Outside View. Da kann man vielleicht dann direkt nochmal so ein bisschen die Verbindung zu Star Fox dann sehen. Ihr seid hier in solch gezeichneter Optik, die. Und natürlich muss mein Schiff gerade zerstört, wo ich schön auf die Außenperspektive da geschaltet habe. In eher größeren Arealen unterwegs, habt die Aufgabe, dann verschiedene Gegner abzuschießen. Dann können wir hier nochmal reingehen. So, auf der. Na, wo war es hier? Outside View, so. Dass wir es einmal so hier sehen können. Und grundsätzlich, wenn man sich mal die Polygone vom Super Nintendo Star Fox hier anguckt, so viel anders ist es nicht. Natürlich, dieses Schiff sieht nicht aus wie der Arwing, mit dem man hier unterwegs ist. Und alles noch mal ein bisschen anders und kruder. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade auch hier auf einer stärkeren Amiga-Version unterwegs. Und mit dem Standard-Amiga mit Speichererweiterung war das schon um einiges ruckliger. Und das Super Nintendo hat hier auch für die Darstellung einer solchartigen Optik hat's mich schon erwischt? Natürlich hat's mich schon erwischt. Einmal können wir es aber, glaube ich, dann noch mal probieren. Er hat auch noch den Super FX-Chip gebraucht, weil das Super Nintendo von Haus aus auch nicht gerade dafür gut geeignet gewesen wäre.
Aber da kann man eben sehen, dass sowas natürlich für die Zeit, wo es rausgekommen ist, sehr ambitioniert und spaßig gewesen ist. Also so in der Optik, es gab ja nicht so viele Spiele, die in Zeiten vor 3D-Beschleunigung auch wirklich dann versucht haben, mit Polygonen so eine Umgebung umzusetzen. Mir fällt sowas wie Carrier Command vielleicht ein, was so ein bisschen Flug- und Strategie-Game gleichzeitig gewesen ist, aber eben nicht so ein Sci-Fi-Flugshooter wie hier. Willst du Elite da reinnehmen? Wobei Elite war mehr Wireframe-Modelle und ist ja auch etliche Zeit vorher dann rausgekommen. Das hat ja ein bisschen anders die Technik umgesetzt als das hier. Hier kann man schon direkter die Linie zu Star Fox hinpacken. Vielleicht kannst du Frontier Elite 2, den Nachfolger, nehmen. Ne? Der hatte vielleicht auch einen vergleichbaren Look, aber der ist in Sekunden pro Frames auf meinem Amiga 500 gelaufen, weiß ich noch. Habe mich schön drauf gefreut und das zweite Elite mir gekauft damals in den Amiga. Und dann läuft es wie eine Slideshow, die man marginal beeinflussen kann. Hat leider nicht ganz so viel Spaß im Nachhinein gemacht. Aber ja, Stargalaxy 2 war das Projekt von Argonaut Software, was dazu geführt hat, dass Nintendo auch in den Polygon-Flugshooter-Zirkus reingekommen ist. Und die Star Fox-Serie an sich hat ja auch sehr, sehr viel an Nachfolger nach sich gezogen, sehr viel Einfluss natürlich auch auf viele andere Sachen gehabt. Ich bin froh, dass sie letzten Endes, oh, jetzt habe ich alle meine You have no laser energy left. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Vielleicht kann ich dann kamikaze-mäßig in diesen Turm. Oh, also siehst du, baue hier gar nicht ballern, ne? Hab mich das hier so um. Oh Gott, und jetzt bin ich auf den Kopf drauf. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Ich hätte mir das aufsparen sollen. You have no laser energy left. Komm ich da irgendwie vorbei? Na gut, da muss ich jetzt drauf warten, dann können wir auch gerne weg davon gehen. Muss ich jetzt drauf warten, bis mich die Gegner dann alle wegzimmern. Ja, ist dann eben quasi der inoffizielle Vorgänger von Star Fox gewesen. Und ein Spiel, was man zumindest in der Zeitgeschichte nicht vergessen sollte, wenn man sich an Klassiker wie Star Fox erinnert. Wir kommen zum letzten Game und zur letzten Matz. Und haben da einmal ein etwas moderneres Spiel. Sekiro Shadows Die Twice ist natürlich einer der modernen Klassiker. Third-Person-Action-Adventure, Ninjas, Action, es geht richtig ab. Und ein Spiel, was insbesondere durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad sich auszeichnet. From Software selber haben mal gesagt, dass Sekiro ursprünglich potenziell ein Spiel aus einer anderen Serie hätte werden sollen. Und zwar eine Serie, mit der ich einigermaßen gut vertraut bin. Über den ersten Teil können wir uns leider nicht so ausführlich unterhalten, weil der erste Teil tatsächlich immer noch auf dem Index hier draufsteht. Aber den zweiten Teil gucken wir uns einmal an. Auch etliche andere Games, die fortgesetzt wurden. Es ist zwischendurch mal in Interviews gefallen, dass der Gedanke da gewesen ist, weil From Software wohl auch in der Lizenz mit drin hängen, dass Sekiro ein Nachfolger von Tenchu hätte sein sollen. Und Tenchu ist eine Serie, wir gehen aufs Ingame drauf. Hier sehen wir gerade Teil 2 von der PlayStation 1, aber auch für viele andere Plattformen rausgekommen. Ist ein Spiel, was auch so eher Stealth-Action in der Richtung war, wie du Metal Gear Solid zum Beispiel nehmen kannst. Gehen wir hier kurz auf Start drauf. Aber wenn man sich mal das grundsätzliche Gameplay anguckt, man wird so ein bisschen auch so die Wurzeln dann sehen können. Zu Beginn des Spieles bei Teil 2 müssen wir erstmal einen Trainingskurs absolvieren, können uns zwischen dem Ninja Rikimaru und der Kunoichi Ayame dann entscheiden. Wir nehmen mal zum direkten Vergleich mit Sekiro mal Rikimaru hier mit rein. Und ja, diese Spiele hatten ein bisschen was eben Stealth-Action von Metal Gear Solid dabei, aber als Ninja hatte man auch diverse andere Möglichkeiten, mit denen man unterwegs sein kann. Und wir gehen gleich mal ein bisschen durch den Trainingskurs hier durch, aber auch werden die erste Mission hier so ein bisschen mal starten. Ich bitte auch dann gleich, also jetzt nicht gleich sofort, sondern später werden wir noch ein bisschen Cutscenes mit Sprachausgabe haben. Da sind teilweise sogar die gleichen Sprecher wie bei Metal Gear Solid mit dabei. Ich habe den Colonel hier erkannt. Es wäre wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden, Sekiro, wenn man den Tenchu-Namen draufgehalten hätte, weil dann hätte es nicht unbedingt diese, obwohl es nicht unknifflig war, die Tenchu-Spiele meist, aber die haben nicht diesen knallharten Schwierigkeitsgrad gehabt. Und es war wirklich ein bisschen mehr der Aspekt des Stealthens hier mit dabei. Ihr seht hier, ich kann mit ihm herumlaufen. Der Charakter, der im Hintergrund spricht, ist unser Instructor, der uns gerade sagt, wie das mit der Steuerung hier funktioniert. Ich kann also hier herumlaufen, kann mein Schwert rausholen zu Angriffen. Was natürlich ich hier nicht machen sollte, wenn der alte Opa jetzt hier herumläuft. Das ist nämlich kein Gegner, sondern einer, der mir, der einfach so ein bisschen Leben in die ganze Chose hier bringt. Eine Möglichkeit, die ich auch habe, ihr habt es vielleicht dann, wenn ihr nicht Sekiro-Kenner seid, im Trailer gesehen. Ich kann einen Enterhaken benutzen, mit dem ich
zum Beispiel dann auch auf verschiedene Vorsprünge drauf kann. Sehr ähnlich, wie es bei Sekiro dann später gewesen ist. Mal gucken, ob ich schaffe, aufs andere Häuserdach raufzuspringen, weil... Ja, okay, das hat, oh, hat gerade noch gereicht. Ne? Das sind auch verschiedene Tastenkombinationen, die man auslösen muss. Wo man auch die Möglichkeit hat, sich dann entlang zu hangeln, Gegner wegzuhauen. Man kann natürlich auch Shuriken dann einsammeln und Gegner damit abwerfen. Man sollte sich an sie heranschleichen und kann sie dann bekämpfen. Ich muss mal gucken, wo der richtige Weg war. Irgendwo ist dann hier nochmal die Hütte. Also ich könnte jetzt hier diese ganzen Trainingsgeschichten machen. Hier schläft noch ein Opa, den können wir auch schlafen lassen. Man könnte diese ganzen Trainingsgeschichten machen, von wegen, hey, wie bewegt man sich vor? Dann hat man die Möglichkeit noch, sich so stealth-mäßig hinzuknien, damit man Gegner dann anschleichen kann, kann aus der Ego-Perspektive nochmal sich umschauen und alles. Aber ich würde mal gucken, wo ich hier dann weiterkommen kann. Ich glaube, hier oben war es. Mal sehen, ob ich mich hier schon mal hochwuchten kann. Da können wir nämlich mal in den ersten Level gehen und ein paar Gegner hier dranhauen. Gerade in anderen Teilen von Tenchu habe ich mich nochmal dann spezieller drum bemüht, mir die Sachen angeguckt. Aber man merkt schon, dass da auch einiges an Gedankenpower reingeflossen ist, die in Sekiro gelandet ist. Ich bitte jetzt mal den Sound mal ein bisschen höher zu drehen. Wir hören uns mal die Cutscene hier kurz an. Vielleicht erkennt ihr die Sprecher oder einen der Sprecher. Test my strength, Master. I am ready to be a ninja. You are strong, Rikimaru, but you have much to learn before you can be a ninja. Wow! Okay, das Wow hätte ich, glaube ich, beim ersten Mal nicht so erwartet, dass das passiert. Aber der Sprecher des Shepkis, das ist der Colonel. Das ist der Colonel von Metal Gear Solid. When you can survive as a ninja. Und hier auch diese Szene erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Sekiro. Man landet ja auch da in der Höhle und muss sich erstmal rausarbeiten, wobei das natürlich andere storymäßige Beweggründe hat. Hier ist es so ein bisschen, um dann quasi das Stealth und das Kämpfen so auszuprobieren. Ich habe mich versucht, da reinzuarbeiten. Ich bin nicht mehr ganz so versiert, was Tenchu angeht. Ja? Da haben wir zum Beispiel einen Gegner. Ich habe hier ein paar Ninja-Sterne. Oh, jetzt hat er mich gleich erwischt. Hat er mich schon gesehen? Kann ich ihn mal. Hier, ich habe ihn mal ans Bein gemacht und ihr seht schon. Unblutig ist das alles nicht. Boah, jetzt müssen wir aber vernünftig umdrehen. Na, komm her. Ach komm, du sollst ja nicht da nach oben springen, während ich gerade hier herumlaufe, mein Kollege. Ja, da gibt es natürlich effektivere Methoden, um den Gegner anzuvisieren und dann wegzuhauen. Aber, ich sehe schon, wenn das Stealth nicht so direkt klappt. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Spiele auch nochmal ein bisschen kritischer gesehen wurden in Deutschland. Und manche Teile davon auf dem Index gelandet sind. Nicht dieser hier, aber andere eben. Oh, warte mal, ich sollte auf meinen Enterhaken wechseln und nicht auf die Ninja-Sterne. Wobei, ich kann den Ninja-Stern hier wieder einsammeln. Das ist ganz gut, wenn der mal daneben gehauen wurde. Also, dass die nicht durchaus unblutig gewesen sind. Als jemand, der Sekiro gut fand, also ist natürlich ein tolles Spiel und so weiter, es war vielleicht nicht ganz so mein Geschmack als super knallhartes Action-Adventure. Da bin ich eher bei den Souls-artigen Rollenspielen, wo ich mich auch mal ein bisschen austoben kann, was... Ah, das ist zu weit weg leider da. Ne? Wo ich mich ein bisschen austoben kann, was... Da ist nämlich hinter mir ein Gegner. Austoben kann, was eher das... Oh, ist er gleich. Ich dachte, der steht hinter mir, stand er vor mir. Wo bist du? So, Schwert... Stell dich doch mal dahin, dass ich dich slashen kann. Komm, so viel Energie hast du nicht. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Natürlich klüger wäre es, wenn ich mich an den hier rangeschlichen hätte und jetzt nicht diese Action hier machen könnte. Das sieht wesentlich eleganter aus, wenn man die Steuerung richtig drauf hat. Drauf zu machen muss. Ich habe lieber die Souls-artigen Sachen gespielt, weil ich die auch als Rollenspiel spielen kann mit verschiedenen Builds und verschiedenen Herangehensweisen der Charaktere. So, lass uns mal gucken, ob ich hier. Kann ich mich vielleicht an den heranschleichen? Ich probiere es mal. Komm her, mein Kollege. Er geht aber auch vergleichsweise sehr langsam hier. Mal sehen, ob das funktioniert von hinten. Tatsächlich. Zacke die Zack, weg mit dir. So mache ich das lieber mit Stealth Action, als jetzt lang mich dem hier ergeben müssen. Die modernen Spiele habe ich lieber eben als Rollenspiele gespielt, als das Action-Adventure-mäßige. Aber
als jemand, der eben Stealth-Action mag und insbesondere auch andere Tenchu-Teile gespielt habe. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Sekiro tatsächlich mal ein Nachfolger gewesen wäre. Da muss man aber auch sagen, Tenchu wäre wieder so ein Lizenzding gewesen. Es ist keine From-Software-eigene Marke, obwohl From-Software eine Handvoll Titel gemacht haben in Vorhinein, aber sie haben die Serie nicht erfunden. Das müsste damals Acquire, glaube ich, müsste der Entwickler gewesen. Ach, falsches Ding. Acquire müsste der Entwickler gehießen haben, der die ursprünglich umgesetzt hat, plus Activision hat gepublished. Ne? Ah, aber da passt es wieder. Kann sein, dass sie vielleicht über Activision dann auch noch mal die anderen Möglichkeiten gehabt hätten. Weil Activision war eben auch dann für die ganz alten Tenchu-Spiele teilweise mitverantwortlich. Okay, das war nicht ganz so gut hier. Und lass uns den mal als letzten hier dran packen. Aber es ist auch eine Marke, die natürlich um einigermaßen älter ist. Ich weiß nicht, ob das dann im modernen für die modernen Spiele so viel was gebracht hätte, wenn das dann noch Tenchu gehießen hätte und das Gameplay leicht angepasst worden wäre. Weil nur so alte Säcke wie ich sind wahrscheinlich welche, die sich dran erinnern. Ah, jetzt wurde ich gestochen da einfach. Das ist nicht ganz so geil. Gab's hier noch mal? Kann ich hier noch mal hoch? Da kann ich hoch. Ah, aber ich muss natürlich perfekt gerade sein. Lass uns das als letzte Aktion machen, dass ich hier auch mich drauf wuchten kann. Sonst klappt das nicht ganz so gut. Okay, genug davon gesehen. Stellt euch vor, ich hätte diesen Parcours großartig überstanden. Da haben wir also auch mal sehen können, wo die Wurzeln von Sekiro gewesen sind. Wenn ihr Anmerkungen zu den Titeln habt oder noch mehr Spiele, die in diese Kategorie reinpassen, wo man vielleicht nicht weiß, hey, da gab es so ein Spiel, wo die Wurzeln eines großen Klassikers dahinter liegen, schreibt es in die Comments mit rein. Auch natürlich eure ganzen Anmerkungen. Ihr dürft selbstverständlich auch abonnieren, liken, die Glocke anmachen und alles drum und dran. Jede Woche eine neue Folge Retro Club hier auf Rocket Beans TV auf YouTube. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal sehen zu können. Und bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen.